wollen wir SozialdemokratInnen eine umfassende Reform bei der Pflege. Denn eines ist klar, wenn die Löhne der Pflegekräfte nach oben gehen, dann darf das natürlich nicht zulasten der Pflegebedürftigen gehen und ihrer Angehörigen. Das wollen wir nicht. Und deswegen wollen wir, dass die Pflegesätze gedeckelt werden und dass eine umfassende Finanzierung auch dadurch zustande kommt, dass die Pflegebürgerversicherung eingeführt wird. Das heißt, wir legen die gesetzliche Pflegeversicherung und die private Pflegeversicherung zusammen. Das ist im Grunde genommen überhaupt kein Problem, denn die Regelungen und die Kriterien für die Leistung, der Leistungskatalog ist sehr ähnlich. Und deswegen wäre es total wichtig und auch einfach, dass wir hier dieses 40 Milliarden Euro Paket, was in der privaten Pflegekasse schlummert, in die gesetzliche Pflegekasse mit herübernehmen, zugunsten einer guten pflegerischen Versorgung und zugunsten einer Pflegereform, einer umfassenden Pflegereform, wo wir keine Angst haben müssen, wenn Gelder für die Pflegekräfte nach oben gehen. Was wir vermeiden wollen, ist auch, dass Gelder investiert werden in Aktien, in Gewinnmaximierungsüberlegungen. Das wollen wir vermeiden. Und deswegen sagen wir, die Pflege muss dort gemeinwohlorientiert sein, wo sie das Geld, das erwirtschaftet wird, in das System hineingebracht werden muss, damit wir eine bessere Pflegeversorgung kriegen. Die kommende Regierung müsste die Nachteile, die bestehen, die seit langem bestehen oder die durch Corona noch verschärft worden sind, beseitigen. Sie müsste beispielsweise bei der Pflege eine echte Reform durchführen. Sie müsste dafür sorgen, dass spürbare Entlastungen und spürbare Verbesserungen für die Menschen mit häuslicher Pflege beschlossen werden. Sie müsste dafür sorgen, dass es Entlastungsangebote gibt, zusätzlich zukünftig, damit nicht die Situation wieder passiert, wie wir sie zurzeit hatten. Das große Problem der Pflegeversicherung ist seit der Einführung, dass es eine Teilkaskoversicherung ist. Wir sind der Meinung, die Pflegeversicherung, so wie sie heute besteht, enthält zu viele Risiken für die Pflegebedürftigen und für die pflegenden Angehörigen. Wir brauchen eine Pflegevollversicherung, die alle Risiken abdeckt, die nicht Pflegebedürftigkeit zu einem Armutsrisiko werden lässt. Und das ist, glaube ich, eine auch der wesentlichen Aufgaben in den kommenden Monaten für die kommende neue Bundesregierung. Diese Lücke oder diese gewollte Teilkaskoversicherung in eine Vollversicherung umzuwandeln. Damit wäre die Leistungsdynamisierung drin enthalten. Eine jährliche Anpassung der Leistungen wäre auch natürlich dann notwendig. Aber wenn ich eine Vollversicherung habe, ist es wie bei der Krankenversicherung. Die Leistungen werden weitgehend aus dieser Versicherung gezahlt. Da gibt es immer noch Eigenanteile, über die man sich streitet. Die werden zum Teil heute ersetzt, aber die Vollversicherung wäre die ideale Form, eine Versicherung.